Baut mal hier die Oxidit-Fabrik hier. Es wird langsam mal Zeit. Wie lange das dauert, ey. Das ist ja heftig. Guckt euch das mal an. Das ist voll langsam. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Meine lieben Freunde, wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir haben jetzt tatsächlich einen Stand erreicht, dass wir jetzt trotz der Tatsache, dass unsere Dampfturbinen nicht mehr laufen aktuell, wir wieder einen halbwegs ausgeglichenen Stromhaushalt haben. Okay, jetzt sind wir wieder ins Minus gerutscht hier. Das liegt daran, dass jetzt Tag ist und die Solarpaneele nicht laufen. Aber das Minus verkraften wir, glaube ich, gerade noch. Normalerweise, wenn die Solarpaneele jetzt laufen würden, wenn hier jetzt kein Meteoritenschauer wäre, dann würde hier auch ein Überschuss reinkommen. Also ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn ihr nicht wisst, wie wir hergekommen sind oder was wir für Stromprobleme hatten, schaut auf jeden Fall mal rechts oben in der Ecke in die Playlist rein, wenn ihr das auf YouTube schaut. Und ansonsten wäre es cool, wenn ihr ein Däumchen da lasst, damit ich weiß, dass ihr das hier feiert. Genau. Wir haben gerade keinen Dampf. Ist aber, wie gesagt, aktuell nicht so ein großes Problem, denn wir haben jetzt drei Raffinerien, die auch zuverlässig durchlaufen und wir lagern tatsächlich wieder Petroleum ein. Der absolute Wahnsinn, dass ich das noch erleben darf, ja. Die Leitung nach oben ist vollgelaufen und hier wird tatsächlich eingelagert. Ich werde hier, das hat man ja schon vorbereitet, auf jeden Fall noch weitere Benzingeneratoren, Petroleumgeneratoren aufbauen. Jetzt ist hier ein bisschen das Wasser rausgelaufen. Das müssen wir gerade noch mal ein bisschen wegwischen hier. Ah, jetzt haben wir hier wieder Dampf. Sehr gut. Müsste jetzt nicht eigentlich hier die Tür zugehen? Ich wollte gerade sagen, wenn da Dampf ist, muss doch da eigentlich die Tür zugehen. Das war ja eigentlich so gebaut, ne? Dass wenn hier Dampf ist, dass dann hier die Tür zugeht. Aber irgendwie ist sich der Sensor nicht so ganz sicher, ob da jetzt Gas ist oder Dampf oder was für ein Dampf da jetzt eigentlich ist. Kann das sein? Ja, irgendwie ist er sich da nicht so ganz schlüssig, wie das ist. Vielleicht sollte ich den Sensor tiefer bauen. Das wäre, glaube ich, schlau, weil hier kühlt sich der Dampf ja schon wieder ab und da wird er ja dann zu Wasser und dann verschwindet er ja dann in dem Moment. Vielleicht sollte ich wirklich diesen Gaselementsensor einfach etwas tiefer bauen. Warte mal. Hier Gaselementsensor. Machen wir auch wieder aus Wolfram. Machen wir den mal hier hin. Direkt so drüber, würde ich sagen. Aus was haben wir denn die Kabel gebaut eigentlich? Stahl. Okay. Warte. Nimm mal Stahl. Ich glaube, das ist schlau. Tatsächlich. Warum kommen sie da nicht hin? Achso. Unerreichbare Baustelle? Wieso? Achso, ja, sie kommen hier nicht durch. Okay, ja, okay. Ja, es ist okay. Es ist, ich verstehe, warum das so ist. Alles ist gut. Müssen wir kurz warten, bis der Dampf sich verzogen hat. Kann natürlich ein bisschen dauern, weil hier läuft jetzt natürlich wieder Wasser rein. Und das verdampft hier jetzt natürlich. Das ist das Wasser, was hier reingelaufen ist. Von hier. Verdampft jetzt hier. Das war ja der Plan, dass der Raum sich automatisch verschließt, wenn Dampf im Raum ist. Damit der Dampf nicht hier mit reinfließt. Damit der nicht hier hochkommt und dann da wieder Unruhe stiftet. Was er ja in der Vergangenheit gerne mal gemacht hat. Also wir sehen, das System funktioniert so halbwegs. Wir müssen nur schauen, dass wir das mit dem Gaselementsensor hier noch ein bisschen, ja, dass wir den halt dahin bauen, wo auch safe der Dampf sich eine Weile hält. Weil wenn der Dampf nämlich hier diffundiert ist, dann ist er ja hier immer noch. Dann kommt er da immer noch welcher nach. So grob gesagt. Genau. Ey, nicht, dass die sich jetzt hier dann, dass die dann ausgesperrt werden hier. Ich will jetzt hier auch nicht aufmachen, weil dann kommt der ganze Dampf hier in diesen Schacht rein. Das muss auch nicht unbedingt sein. Wenn es sich vermeiden lässt, würde ich das gerne vermeiden. Wenn ihr versteht. Ist es da so heiß, dass die da meckern müssen? Wie warm ist es denn da? Oh, da haben wir ja auch schon wieder hier 106 Grad. Nicht schlecht. Aber mit Schutzanzug müsste ihnen das eigentlich egal sein. Denke ich mal, hoffe ich mal. Ich habe keine Ahnung. Sehr gut, aber das ist doch gut. Guck mal, wenn das Ding hier voll ist, brauchen wir ja auch eh erstmal die Dinger hier nicht so intensiv betreiben. Genau, schön wischen. Ich wische mal hier auch noch. Schön alles hier wegwischen. Desto weniger Probleme haben wir dann hier mit Dampf. An der Stelle. Das Öl wird ja langsam auch immer mehr. Das kommt ja auch noch dazu. Weil wir ja da jetzt ordentlich Zeug haben. Kann ich eigentlich die Ölquellen automatisieren? Ja, kann ich. Man könnte natürlich sagen, warte mal, wenn das Öl
bis hierhin gestiegen ist, sodass der untere Balken der Tür vollgelaufen ist mit Öl, könnte man doch an sich eigentlich sagen, okay, man lässt dann das Fördern oder das Pumpen von den Ölquellen erstmal bleiben. Wenn man das mit einem hier Flüssigkeitselementsensor mal machen. Da müsste man natürlich den aus Wolfram machen. Ich glaube, ich mach das mal. Ich mach mal da einen hin. Obwohl, warte mal, das ist ja hier, ne? Das ist ja der hier. Ne, dann müssten wir es eigentlich hier hin machen. So. Damit es nicht überläuft, das Öl. Weil das sollte dann möglichst nicht so viel gefördert werden, dass das bis hier oben hinsteht. Das wäre, glaube ich, ein bisschen ungünstig. Ist auch ein bisschen unnötig eigentlich. Genau, das wäre dann die Höhe hier. Dann machen wir hier auch noch einen hin. So. Würde ich sagen. Und wir machen auch noch hier einen hin. Genau. Und dann mit Stahl. Oder nee, auch mit Wolfram. Ich mache mal die Verbindung auch mit Wolfram. Wolfram hat ja ein bisschen noch eine höhere Temperaturresistenz. Oder einen höheren Schmelzpunkt, so war das. Als Stahl. Dann kriegen wir hier keine Probleme, wenn dann plötzlich die Leitungen weg sind. Genau. Ich glaube, dafür kann man mal ein bisschen Wolfram benutzen. Und ich glaube auch, die Höhe ist okay. Ein bisschen eine Lagerkapazität darf ja drin sein eigentlich. Das darf ja schon so ein bisschen hochsteigen noch. Aber eben nicht zu hoch. Sollte eben nicht hier schon so drüber laufen. Das wäre, glaube ich, ungünstig. Und hier dann vor allem die Gasziegel verstopfen. Das wäre nicht so schlau. Da müssen wir ein bisschen gucken. Wie sieht es eigentlich aus? Genau, ist jetzt wieder offen? Ah ja, jetzt wieder offen. Sehr gut. Dann können wir hier auch wieder offen machen jetzt. Weil dann können sie hier nämlich weiterbauen. Wir hatten ja hier vor, noch weitere Solarpaneele aufzubauen, kann ich mich erinnern. Und ich würde sagen, das machen wir mal. Genau, wir wollten ja... Ach, das war ja hier eine Leiter, ne? Die war ja verschüttet wegen Zeug von oben. Freizeit? Ja, okay, Freizeit. Blöde Freizeit. Immer diese blöde Freizeit. Ich kann euch sagen, meine lieben Freunde. Die Freizeit ist Schreizeit. Und natürlich hat hier wieder niemand was gemacht. Ich frage mich halt, also ich würde ja gerne nochmal eine neue Forschungsmission jetzt starten. Das Problem ist jetzt halt, wir haben jetzt hier oben so viel Stuff oben liegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau ist, das nach unten fallen zu lassen. Und dann die Rakete zu starten. Ich muss auch mal gucken, warte mal, was fehlt uns eigentlich an Forschung jetzt noch? Hatten wir die Forschung jetzt eigentlich laufen lassen? Ne, die hatten wir ja ausgeschaltet, wa? Ich glaube ja, aber wir haben ja schon... Kohlenwasserstoffverbrennung haben wir ja schon. Petroleumtriebwerk. Was brauche ich denn jetzt nochmal eigentlich für das Petroleumtriebwerk? Wie war denn das nochmal? Verbrennt Petroleum, um Raketen für die Weltraumforschung anzutreiben. Der Antrieb einer Rakete muss zuerst gebaut werden, bevor weitere Raketenmodule hinzugefügt werden. Ist es denn jetzt... Also ich brauche da jetzt nur Petroleum. Richtig? Flüssigtreibstofftank. Ach so. Das ist noch ein Zusatztank quasi. Dann kann ich noch länger fliegen, glaube ich. Ich würde ja das gerne mal probieren. Einfach mal hier das Dampftriebwerk abbauen. Und da hat Fortuna gleich auf Stufe 1 abonniert. 16 Monate schon. Dankeschön, Dankeschön. Mach weiter so. Immer eine Freude, dir zuzuschauen. Dankeschön. Ich würde das gerne mal abreißen, das Dampfdings. Und einfach mal das Petroleumtriebwerk hinbauen. Und einfach mal eine Petroleum... Aber wir können schon mal eine Petroleumleitung hier zu dem Triebwerk bauen eigentlich. Brauchen wir ja dann am Ende sowieso. Oh Gott, da muss ich auch erstmal gucken, wie ich da wieder vorbeikommen soll, ey. Junge, Junge. Auch nicht so einfach hier. Warte mal. Machen wir das? Hier haben wir ja eine Petroleumleitung schon am Start. So, warte, dann. Ich nehme das mit. Ich mache das mit Isorohr, weil sonst erhitzt das eh wieder hier unsere Umgebung. Schauen wir mal. Wenn ich das hier hochziehe, so, und erstmal hier schön über die anderen Rohre drüber gehe, so, ja, genau. Und dann ziehen wir das neben der Leiter hier jetzt einfach hoch, würde ich sagen. Also ich hoffe mal, das ist hier okay mit dem Salzwasser. Nein! Nicht da rein. So, jetzt haben wir hier schon das erste Problem, ja. Wir können hier nicht mehr so einfach eine Brücke drüber bauen. Ah, Mann, ey. Das ist aber auch immer so ein Ding. Genau, nee, warte. Wir müssen... Moment. Wir müssen. Wir müssen schon Brücken bauen, aber ich kann die ja hier hinsetzen. Ah, shit. Okay, warte. Dann müssen wir da oben die Leitung... Die müssen wir da lang laufen lassen. Dann kann ich nämlich da dann eine Brücke rüberbauen. Ja, das ist alles nicht so einfach, kann ich euch sagen. Das ist alles nicht so einfach.
Da muss man schon ganz schön gucken, wie man das macht. Ja, aber das wäre doch schon mal eine Idee, dass wir das Petroleum halt schon mal so hier hinbringen. Und die Frage ist jetzt, soll ich diese Rakete hier einfach erstmal so lassen, wie sie ist? Ich glaube ja, oder? Ich meine, wir können ja hier auch noch Bunkertüren daneben bauen und dann einfach noch eine zweite Rakete hier hinbauen, die dann mit Petroleum fliegt eigentlich. Also ich weiß halt auch nicht, welche Reichweite dieses Petroleum-Triebwerk jetzt hat. Ob das eine höhere Reichweite hat? Raketen können verwendet werden, um Duplikanten in den Weltraum zu schicken. Aber hat das jetzt eine höhere Reichweite als das Dampftriebwerk? Das steht halt hier nicht dabei. Das ist schon wieder so ein Ding, weißt du? Guck mal, Petroleum-Triebwerk. Steht das hier dabei? Nee, das steht nicht dabei, welche Reichweite das hat. Warum steht denn das nicht dabei? Das ist doch voll dämlich. Ich entwickle doch nicht einen Antrieb, von dem ich nicht weiß, wie weit ich damit komme. Also so von vornherein, bevor ich starte. Normalerweise, wenn ich einen Raketenantrieb entwickle, weiß ich doch vorher, wie weit ich damit fliegen kann. Ungefähr so. Und nicht Pi mal Daumen irgendwie. Du kannst den Kühlkreislauf doch komplett entknoten. Der Zulauf kann doch viel kürzer sein. Naja, weiß ich nicht. Ja, prinzipiell schon. Prinzipiell könnte ich das auch. Warte mal. Lasst es uns tun. Das muss ich sowieso umverlegen. Aber dann kann ich nämlich das auch so machen, dass ich sage, nimm das hier hoch. Nehmen Sie es nach oben. Das können wir ja auch wegmachen eigentlich. Das wird ja auch nicht mehr gebraucht. Und dann reißen wir einfach hier die Leitung reißen wir ab. Dann geht der Zugang nämlich hier oben rein. Dann haben wir da eine Leitung weniger. Das ist absolut korrekt. Ja, das stimmt. Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Zettel gehabt, diese Möglichkeit. Dann brauchen wir nämlich hier auch diese Brücke nicht. Können wir das hier drüber legen und hier das Rohr hochziehen. Perfekt. Wunderbar. Jetzt müssen wir es nur noch mal auf hohe Prio machen, damit sie das jetzt auch alles schnell mal machen. Sonst dauert das nämlich wieder 10 Jahre. Und das ist doof. Weil das soll schon ein bisschen schnell gehen. Die Reichweite des Raketentriebwerks ist abhängig vom mitgenommenen Treibstoff. Für ein Petroleumtriebwerk musst du einen Flüssigtank und einen Oxidittank in die Rakete integrieren. Okay, einen Oxidittank auch. Also auch das Petroleumtriebwerk läuft nur mit Oxylit. Ich glaube, ich muss wirklich mal langsam eine Oxylit-Raffinerie bauen. I shit you not. Warte mal, was brauchte man denn dafür? Wo war denn das Ding nochmal? War das nicht hier? War das nicht hier? Hier, Oxylit-Raffinerie, genau. Die braucht, genau, synthetisiert Oxylit unter Verwendung von Sauerstoff und einer kleinen Menge Gold. Sauerstoff haben wir ja genug. Und Gold 300 Milligramm, nee, 3000 Milligramm pro Sekunde, okay. 1,2 Kilowatt, oh Gott, das ist auch schon wieder so viel Energie, ey. Aber ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen. Das müssen wir, glaube ich, aufbauen. Ohne das Ding wird es nicht gehen. Wie viel Energie, wie viel Temperatur macht die denn? Ich überlege tatsächlich, die hier mit reinzustellen irgendwie. Irgendwie so möglichst nah an die Anlage, also an die Raketen dran. Würde ich sagen. Vielleicht auch hier mit einem... Vielleicht hier hin. Hier ist ja eine Kühlleitung direkt drüber eigentlich. Oder? Wie warm ist es da? Ist jetzt halt wieder die Frage, wie viel Wärme verträgt das Teil? Wenn ich es aus Stahl baue? Oder wie viel Wärme erzeugt es so langfristig? Ich kann ja mal vergleichen mit der Metallraffinerie. Also das erzeugt 12 KDTU. Das Ding erzeugt 16. Okay, das ist fast genauso viel wie die Metallraffinerie. Und ich schätze mal, das Oxylit muss ja dann, auch wenn es mal produziert wurde, muss es ja auch schnell eingelagert werden. Das ist ja das andere Problem dann auch wieder. Das muss ja dann schnell irgendwie in den Behälter, damit es nicht verblubbert so. Oder unter Wasser muss es halt gelegt werden. Tja, kann man nicht sagen. Warte mal. Können wir es nicht einfach hier ins Schneebiom stellen? Ja, das geht doch. Guck mal, da haben wir doch auch Sauerstoff. Und hier ist es doch auch kalt. Ja. Dann stellen wir das jetzt einfach hier hin. Und dann ist... Hier ist ja auch, genau, hier ist ja auch die Oxylit-Lagerstätte. Ja, Mann, wir machen das da. Das ist voll die geile Idee. Das ist voll gut. Ich mach das jetzt hier. Ich mach das jetzt. Aber sowas von. Und da ist ja auch gleich eine geile Leitung noch daneben, die richtig viel Strom durchleitet. Wo wir dann keine Schwierigkeiten haben mit Strom. Das ist so gut. Dann liegt das hier. Dann können sie es nämlich direkt hier reinpacken in den Lagerbehälter, wo sowieso nur Oxylit rein darf. Genial.
Und genau, Sauerstoffzuleitung noch. Da brauchen wir dann eine. Obwohl, warte, wir können ja von hier. Wir können das ja von hier absplittern. Genial, oder? Also das muss ich jetzt mal sagen. Das ist das Intelligenteste, was ich seit langem mal wieder hier gemacht habe. Oxidit entweder unter Wasser oder in dem Raum einen Atmosphärendruck von 2 Kilogramm herstellen. Dann entgast es auch nicht mehr. Ich glaube, hier sammelt sich eh langfristig sehr viel CO2 an. Von daher wird das wahrscheinlich eh irgendwann einen Gasdruck von 2 Kilogramm haben. Kann man nicht jetzt hier auch einen Block hinmachen einfach, damit sich das CO2 zumindest hier so auch noch ein bisschen hält einfach? Müsste doch gehen, oder? Wenn wir hier eine Tür reinmachen. Warte mal. Wenn ich das mal kurz abbrechen darf. Und dann mal hier einfach so einen Block einsetzen. Und dann machen wir da eine Tür drüber. Also eine Luftschleuse. So. Weil dann kann das ja nicht entweichen an sich. Dann sammelt sich das ja hier in der Ecke. Und dann wird ja der Druck hier immer größer eigentlich. Eigentlich. Normalerweise. Ne, das kommt ja dann hier so, ne? Dann können wir jetzt hier auch die Ziegel gleich ganz hochziehen eigentlich. Und genau, hier machen wir Gasblöcke rein. Dann rutscht das ja dann so rein. Meine lieben Freunde, das ist die Idee hier. Und dann können wir Oxylit herstellen. Selber. Und hier ist ja auch noch ein bisschen was drin. Gut, das ist jetzt nicht besonders viel. Muss man sagen, aber immerhin. Ist doch so unsere Notreserve aktuell. Hier sind sie schnell, komischerweise. Da machen sie richtig Gas hier. Also da geben sie richtig Gas. Also Gas machen sie bestimmt auch. So. Aber das hört man ja mal nicht. Es gibt ja Flatulenzer tatsächlich. Die flatulenzieren dann. Dann sieht man dann so Quadrate um die rum aufplöpsen und dann. Ja. Aber so einen haben wir hier, glaube ich, nicht. Ich habe es tunlichst vermieden, mir Flatulenzer in die Base zu holen. Weil das schon den anderen ganz schön anstinkt, glaube ich, wenn man die dann drin hat, so. Weißt du, was wir jetzt hier mal machen? Wir machen jetzt hier mal oben auf. Wir machen mal auf, lassen das mal runterfallen und machen das da unten mal weg, weil das nervt irgendwie, dass hier oben so viel rumliegt, dass irgendwie die ganze Zeit permanent nicht weggemacht wird. Und dann können wir das hier nämlich einfach lassen. Das müssen sie da nicht wegmachen. Damit wir dann auch mal die Rakete hier startet kriegen. Fällt das eigentlich hier auf die Rampe drauf oder rutscht das bis ganz nach unten? Müssen wir mal schauen jetzt. Bin mal gespannt. Wie sieht es eigentlich stromtechnisch aus? Immer noch ein Defizit. Naja, mal gucken. Ja. Ah, das rutscht an der Rampe vorbei. Interessant. Genau, und dann können wir jetzt wieder zumachen. Müssen wir ja nicht offen lassen. Können wir ja zulassen. Genau. Jetzt ist das nämlich hier unten. Dann können wir das nämlich mal wegmachen alles. Alles wegmachen. Dann können wir die auch mal wieder starten, die Rakete. So sieht's aus. Genau, also das Oxylit schauen wir uns mal an. Ist noch nicht fertig, genau. Ich mache mal die Beschleunigung an, dass wir hier mal ein bisschen schneller zu Pötte kommen. Wieso ist hier schon wieder Bewässerung? Ach, hier ist schon wieder das falsche Wasser drin. Ach, Mann. Warum rutscht denn da immer sauberes Wasser rein? Ich check das gar nicht, ey. Warum denn? Hier ist immer sauberes Wasser drin zwischendrin. Wo kommt denn das nur her? Ich krieg einen Rappelkopf hier. Das kann ja nur von irgendwo hier mit reingerutscht sein eigentlich. Ist unglaublich. Scheiß sauberes Wasser da immer. Wie werde ich das los? Beziehungsweise wo kommt es denn her? Welche Quelle ist denn dafür verantwortlich? Welcher Zulauf? Das hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwie gecheckt, wo das herkommt. Aus irgendeiner Quelle kommt hier in diese Leitung, kommt da irgendwie sauberes Wasser rein. Scheint ja irgendwie dann auch hier zu sein, an der Stelle. Ja, hier spaltet es sich ja auf. Das muss irgendwo von hier drüben kommen. Oh Gott. Ja, von hier. Warte, hier, das ist es. Das kommt hier aus dem Abfluss raus. Ist das aus der Sauna? Ich glaube, das ist aus der Sauna. I shit you not. Das ist, wenn die Sauna benutzen. Hm.
Dann muss ich eigentlich für die Sauna ein separates Abflussrohr bauen. Mir fällt auch gerade mal auf. Ah ne, okay, nee, das ist. Nee, Moment, das ist vom Whirlpool, kann das sein? Ja, das ist von der Sauna und vom Whirlpool, das saubere Wasser. Da braucht man eigentlich eine separate Abflussleitung dafür. Fällt mir mal so auf. Und zwar eine, die direkt in die Frischwasserspeisung reingeht, nämlich hier rein. Warte mal, ich weiß, wie ich das hinkriege. Moment. Zerleg erstmal die Leitungen. Da müssen wir oben nochmal klempnern, damit das saubere Wasser aus den Leitungen rauskommt. So, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Wir machen hier eine Brücke hin. Und dann hier eine Brücke hin. Dann kommt es nämlich hier rein. Da ist nämlich der Frischwasserzulauf. Dann ist da zwar nicht viel Platz, weil das staut sich hier oben ja schon. Wir können aber, damit das schon mal ein bisschen ablaufen kann, den hier mal zudrehen. Komplett. So vorübergehend zumindest. Weil sonst wächst unser Pfeffer hier die ganze Zeit ja nicht. Ich mache da schon mal Klempnerauftrag. So, das müssen wir so lange klempnern lassen, bis da halt jetzt dann das Frischwasser raus ist aus der Leitung. So, genau, da wird schon mal die Leitung gekappt. Das ist schon mal sehr gut. Da bitte auch, genau. Das ist schon mal gut. Das ist ganz hervorragend. So, jetzt, pass auf, jetzt machen wir hier erstmal eine Rohrbrücke rein. Und hier auch. So. Und dann machen wir das dahin und das dahin. So, da haben wir das Problem schon mal gelöst. Jetzt müssen wir irgendwie noch versuchen, diese Leitung auch da rein zu kriegen. Und das ist jetzt tatsächlich nicht mehr ganz so leicht. Da müssen wir jetzt ganz schön gucken, wie wir das machen. Weil hier kommen wir nicht mehr so einfach rüber. Wir könnten natürlich sagen, wir legen diese Leitung hier einfach mal so lang und nicht so lang. Dann können wir nämlich hier eine Brücke machen. Den Schniepel hier können wir wegmachen und dann legen wir den Schniepel nicht nach oben, sondern den Schniepel legen wir nach unten. Genau, und dann machen wir hier einfach mal was weg und hier einfach mal was weg. Genau. Und dann nutzen wir die, obwohl, ich sehe gerade, das ist auch gar nicht so. Warte mal, das ist... Das muss anders sein, das muss anders sein, das muss so sein. Genau. Und dann können wir das nämlich hier rüberlegen, ne? Und dann einfach da hoch, genau. Einfach, genau, einfach hier hoch dann. Mit reingehen einfach. Also, oder hier so. Und dann klappt das. Dann haben wir hier den Zulauf zur Frischwasserleitung. Weil offensichtlich aus dem Whirlpool kommt ja kein Dreckwasser, oder? Kommt da verschmutztes Wasser raus? Das steht hier nicht. Da steht schon wieder nichts dabei. Ach Mann. Dieses Spiel mit seinen... Wie das Spiel immer Informationen zurückhält. Das ist unglaublich. So, jetzt nochmal gucken. Whirlpool. Vielleicht steht das ja hier irgendwie noch. Vielleicht steht das ja in der Wiki, ja? Nee, natürlich nicht. Warum auch? Aber eigentlich müsste der doch Dreckwasser raushauen, oder? Ich meine, Badewasser ist doch Dreckwasser. Ist doch kein sauberes Wasser eigentlich. Der Pool funktioniert sogar. Ja, ich frage mich auch gerade, wie das passieren kann. Ist doch einem nur gesagt werden würde, wie es ist jetzt. Ob es jetzt nun Frischwasser oder Dreckwasser ist. Aber nach meiner Logik würde ich eigentlich behaupten, das wäre Dreckwasser beim Pool. Ich glaube, ich mache mal hier noch die Leitung weg. Die verkürzen wir mal ein bisschen einfach. Und dann machen wir mal hier die Leitung weg. Und legen das dann einfach hier nach oben. Wieder hier rein in diese Leitung. Weil ich glaube nämlich, der Whirlpool, der haut bestimmt kein sauberes Wasser raus. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Badewasser sauberes Wasser ist. Das Saunawasser ist sauber, okay. Ja, weil das kann ich, also beim Whirlpool kann ich es mir nicht vorstellen. Bei der Sauna kann ich es mir vorstellen, dass das Wasser sauber ist. Beim Whirlpool kann ich es mir nicht vorstellen. Das wäre sehr merkwürdig. Das wäre sehr absurd. Ach, ist das schön. Man kann über diese Sachen aber auch so lange nachdenken hier in diesem Spiel, ey. Unglaublich, unglaublich. Ach, wir haben mal wieder Meteorschauer gehabt. Das muss aber ein schneller Schauer gewesen sein, wenn jetzt die Türen schon wieder aufgehen. Na gut. Ah ja, aber sie haben das Regolith hier jetzt entfernt. Das ist natürlich super. Das ist sehr nice. Der stolze Opa natürlich wieder. Wer sonst? Haben sie die Oxylit-Dings jetzt gebaut? Natürlich nicht. Weil es wieder aus Stahl ist und das machen sie wieder nicht. Da muss ich wieder die Prio hochmachen. Ah!
Hier, auch Prio hoch jetzt hier. Zack, zack, zack. Ihr Nasenlosen. Ihr kleinen Nasenlosen, macht das jetzt. In der Wiki steht, dass der Whirlpool Water cycelt, also nur durchzirkuliert. Also doch sauberes Wasser. Ich krieg einen Rappel, ey. Wo steht denn das in der Wiki? Ach, ihr meint nicht die Wiki, ihr meint wahrscheinlich... Ihr meint wahrscheinlich hier die Wiki, die nicht im Spiel drin ist, die externe. Ach, das ist aber auch... Warum steht denn das nicht hier bei den Anlagen? Warum wird einem das denn nur nicht gesagt? Das ist so nervig. Das finde ich an dem Spiel echt nervig so. Weißt du, das sind doch so Informationen, die musst du doch bekommen als Spieler so. Da musst du doch, das musst du doch gesagt bekommen. Das ist doch scheiße, wenn du das durch Probieren rauskriegst. Zumal das ja auch voll unlogisch ist. Wenn ich eine Anlage baue, weiß ich das doch vorher, ob ich da, was ich da rauskriege, wenn ich die baue. Und was da passiert. Das ist wieder so, ach Gott. Das ist so eine Scheiße. So eine Scheiße ist das, wirklich. Ach guck mal, da müssen wir ja gar nicht. Hier, das ist ja schon verbunden. Das ist der einzige Vorteil hier an der Scheiße. Dass die Scheiße von alleine verbunden ist. So. Na dann halt so jetzt. Mein Gott. Was weiß denn ich? Da müssen sie es jetzt so machen. Ein einziger Wahnsinn hier. Toll, jetzt haben wir da Salzwasser oben drin, oder? Ah nee, haben wir gar nicht. Interessant. Faszinierend. Ich frage mich jetzt zwar auch, wie der Whirlpool das jetzt geschafft hat zu laufen. Gab es irgendwie einen Patch oder so? Das steht online, ja. Also, es ist mal wieder so ein Fall, wo man die richtigen Informationen nur dann bekommt, nicht im Spiel, sondern wenn man sich halt wieder über eine externe Seite informiert. Und das finde ich immer ein bisschen schwach, muss ich sagen. Weil, ich meine, hier im Spiel gibt es doch eigentlich eine Wiki, eine Datenbank. Warum steht das da nicht explizit drin? So. Das finde ich doof. Ja? Manche Sachen stehen dabei, was es rausgibt, und manche Sachen nicht. Finde ich ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt. Dann soll doch halt dastehen, pro Minute irgendwie läuft einfach Wasser, sauberes Wasser durch. So, oder was weiß ich. Irgendwie halt eine Information. Das Spiel kann ja nicht wissen, ob deine kleinen Schweinchen in den Pool reinpinkeln. Ja, genau daran wird es liegen, auf jeden Fall. Nee, ach, keine Ahnung. Das finde ich immer ein bisschen schade so. Das merkt man halt, ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, das Interface ist halt nicht besonders gut und auch die Guidance, sage ich mal, von dem Spieler ist auch nicht besonders gut so. Also man muss wirklich sehr viel sich aus den Fingern saugen oder einfach extern nachgoogeln, wenn man sonst keine Chance hat. Keuschwurzsamen! Weil man sonst einfach keine Chance hat, auf die richtigen Schlüsse zu kommen einfach. Oder man muss halt probieren, ganz hart, ne? Durch Probieren geht es ja dann auch irgendwo noch. Möglicherweise. Guck mal, hier haben wir jetzt einen Gasdruck erreicht, dass das Oxidit nicht mehr verdampfen würde wahrscheinlich. Das ist schon mal sehr gut. Genau, und da bauen sie jetzt weiter. Das ist ganz hervorragend. Das ist sehr, sehr, sehr hervorragend. Das Wasser im Whirlpool kann 70 Grad haben, um die Umgebung minus 20 Grad. Das ist die Logik. Okay. Leuchtet mir trotzdem irgendwie noch nicht so ganz ein. Warum da deswegen jetzt die Information mir nicht gegeben wird. Weil ich reg mich ja nicht über die Tatsache auf, dass der Whirlpool das und das rausgibt. Ich reg mich über die Tatsache auf, dass mir die Information nicht gegeben wird, was er rausgibt. Ja, das regt mich ja so auf. Ist ja schön, wenn er Frischwasser rausgibt. Ist ja okay. Ist ja völlig, völlig okay. Aber dann möchte ich das wissen. Dann muss es mir das mal das Spiel das sagen. So irgendwie. Dann hätte ich das gerne mal hier in dieser Wiki drin. Kein Plan. Naja, aber so ist das halt. Bei der Sauna ist es ja irgendwie noch, ja, mehr oder weniger selbsterklärend. Weil sauberer Dampf, warmer Dampf ist halt, wenn der kondensiert und zu Wasser wird, ist er in der Regel sauber. Es sei denn, das System ist verseucht oder verschmutzt, wo es kondensiert. Genau. Da ist es irgendwie selbsterklärend. Beim Whirlpool, finde ich, ist es nicht so selbsterklärend tatsächlich. Es ist nicht ganz klar. Weil es ist ja an sich, es ist ja Badewasser. So.
Und ich würde jetzt mein eigenes Badewasser, würde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht trinken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich jetzt, ich gebe das jetzt ganz offen zu hier, ja? Real Talk. Ich würde mein Badewasser, würdet ihr euer Badewasser trinken? Oder würdet ihr euch damit am nächsten Tag nochmal waschen? Ich glaube eher nicht. Ich unterstelle jetzt mal, ich beantworte jetzt mal die Frage, ja? Ich unterstelle mal nicht. Ich würde auch kein Saunawasser trinken. Also ich muss sagen, Saunawasser würde ich eher trinken als Badewasser. Insbesondere, ja gut, ich würde mir vorher vielleicht angucken, wie das genau aufbereitet wird. Also wie das genau da rauskommt aus der Sauna, wie das genau gemacht wird. Wenn das nämlich oben als Dampf in den Abzug geht und dann unten rein und dann, ja gut, dann ist natürlich, wenn da jemand schwitzt und so. Naja, sagen wir es mal so, ich würde es eher trinken als Waschwasser. Aber wenn ich die Wahl habe, wenn ich die Wahl zwischen Badewasser, Saunawasser und frischem Wasser habe, was überhaupt nirgendwo durchgelaufen ist, dann würde ich eher das nehmen. Aber vielleicht habe ich die Wahl ja nicht. Und letztendlich, wenn das hier in unseren Gesamtkreislauf reingeht, verwässert das Wasser ja wieder. Das heißt, da wird das Wasser ja nochmal zusätzlich verwässert. Das heißt, verwässertes Wasser ist ja nicht mehr so schmutzig wie das, was nicht verwässert wurde. Also muss man das halt einfach verwässern lassen. Ich verkaufe mein Badewasser als Weihwasser. Weihwasser würde ich aber auch nicht trinken. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das würde ich nicht trinken. Dann habe ich ja den Heiligen Geist in mir. Weißt du? Da habe ich ja nur Probleme dann. Das schlägt mir nur auf den Magen und Darm. Da sind, glaube ich, auch ganz schöne Keime drin. So oft, wie da Leute dann ihren Finger reinhalten, ey. Das will ich gar nicht wissen, wie verkeimt Weihwasser ist, ey. Die Kraft Jesu Christi Die Kraft Jesu Christi bezwingt dich. Jesu Christi, wer kennt ihn nicht? Klingt wie so ein Clown, Jesu Christi. Ich bin schon so gotteslästerlich heute wieder unterwegs, dass da wird mich wahrscheinlich morgen wieder der Blitz treffen, ey. Verdammte Scheiße. Ich muss aufhören, so gotteslästerlich zu sein. Verdammt nochmal. Gott verdammt, ich muss aufhören, so gotteslästerlich zu sein. Ungeheuerlich. Was sollen denn die Evangelikalisten sagen da? Die jagen mich doch wieder. Unglaublich. Ungeheuerlich. So. Ich will jetzt hier die Rakete nochmal starten. Wo müssen wir eigentlich nochmal hin? Als nächstes. Wo haben wir denn noch was wir noch nicht erfüllt haben? Hier müssen wir noch den Untergrund untersuchen. Hier haben wir noch gar nichts gemacht. Hier müssen wir als nächstes mal hinfliegen. So, wer war jetzt unser Kosmonaut? Naschholz, ne? Antreten, zack, zack, rein in die Rakete. Wir schießen jetzt den Gummi ab hier. Wenige Ressourcen Oxylit. Aber die schafft das schon, oder? Warte mal, wir können ja hier noch Oxylit abbauen. Guck mal, bei 1849 verplöppelt sich das Oxylit hier schon nicht mehr. Da bleibt das schon erhalten. Das ist schon geil, oder? Bin mal gespannt. Ja, nun baut mal hier die Oxylitfabrik hier. Es wird langsam mal Zeit. Wie lange das dauert, ey, das ist ja heftig. Guckt euch das mal an, das ist voll langsam. Oh, was ist mit Ari Schwarzenegger schon wieder los? Ari Schwarzenegger... Oh Gott! Die fällt die ganze Zeit auf die Schnauze. Guckt euch das an, sieht aus wie ein gestresstes Stofftier. Warte, 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 warte. Du musst dich hinlegen. Verschafft sich Ausdruck. Du musst dich hinlegen. Lass dich durchkneten. Sofort. Katze V muss ich auch mal durchkneten. Katze V hatten wir nicht gerade. Ah, nee. Nee. Alles gut. Wir müssen hier Ari Schwarzenegger jetzt mal durchkneten lassen. Na nun, was ist denn hier? Ach so, atmen. Okay, ja, atmen darfst du. Ich erlaube dir zu atmen. Ich mache das ganz gönnerhaft mit so einer Handbewegung. Ich erlaube dir zu atmen. Es sei dir erlaubt zu atmen, kleines nasenloses Wesen. Ja, eine Ochsenraffinerie. Der Wahnsinn. Eine Ochsenlied-Raffinerie. Da steht sie. Und die Frage ist jetzt, was können wir damit jetzt machen? Eine Oxylit raffinieren. Ist ja raffiniert. Ist ja der Wahnsinn. Und da kommt hoffentlich auch nur Sauerstoff rein, sonst haben wir ein Problem.
Warte auf Lieferung Gold. Gold hatten wir ja reichlich. 9,7 Tonnen. Also da mangelt es nun wirklich nicht dran. Soll ich da mal die Prio mal ein bisschen hochdrehen? Komm. Lass mal da die Prio hochmachen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Das ist mal eine ganz gute Idee, würde ich sagen. Jetzt bin ich gespannt. Werden wir das jetzt noch erleben oder ist es wieder Feierabend? Ich glaube, da ist eh wieder Feierabend, bevor die das machen. Bevor die das Ding benutzen. Ich sag's euch. Ich prophezeie euch, dass vorher sowieso wieder Feierabend ist. Vor allem bin ich mal gespannt, wie viel dann da rauskommt. Ob sich das überhaupt lohnt. Wahrscheinlich rechnet sich das gar nicht. Wenige Ressourcen, Oxylit. Warte mal, ist die jetzt schon drin hier? Ja, die ist schon drin. Ziel außer Reichweite. Zu weit für diese Rakete. Oh, okay, da brauchen wir wohl doch ein bisschen mehr Oxylit. Nee, warte mal, dann hole ich sie nochmal raus. Da brauchen wir wohl noch mehr Oxylit vorher. Hätte ich wohl mal ein bisschen mehr auf dem Zettel behalten sollen, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Naja, mal schauen. Entweder wir kriegen das jetzt... Was? Wer war wo was? Wer ist kaputt? Irgendwer ist kaputt. Irgendwelche Nachrichten habe ich hier gekriegt. Warum machen sie denn hier nichts? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, jetzt kommt Gold hier. Jetzt. Habe da... Ah, die macht das von alleine. Die muss gar nicht bedient werden. Oh, geil. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das Oxylit läuft durch. Das ist ja krass, wie das aussieht. Wie so ein Teilchenbeschleuniger so ein bisschen. Wie so ein, weiß ich nicht. Da ist es, da ist es. Nein, es blubbert raus, oder? Wie viel ist denn das? 9,9 Kilogramm. Oh, nicht schlecht. Aber es wird weniger. Ja, hier ist auch nicht mehr so viel Gas. Warum ist denn jetzt hier plötzlich nicht mehr so viel Gas drin? Das verstehe ich gar nicht. Müsste doch eigentlich noch genug sein. Komisch. Ja, jetzt müsste jemand das halt nehmen, ne? Erzeugt Sauerstoff. Verdammt! Irgendwer muss das jetzt nehmen und irgendwo hinbringen. Aber das sind nur 28 Kilo. Warte mal. Wie viel Kilo sind das hier? 99 Kilo. Ach du Scheiße, es dauert ja ewig, bis das Ding genug abgeworfen hat. Das dauert ja 3 Jahre, bis wir da genug haben. Jetzt haben wir schon 36 Kilogramm. Aber es macht ja keiner, es bringt ja keiner weg. Warte mal, haben wir nicht irgendwen, der hier die Prio-Transport hat? Aber das ist ja nicht Transport, das ist ja Versorgung. Hier, der X-Lutsch hat die Prio. Hatte nicht der Stinky die Prio auch? Ja. Aber der hat auch die Prio bauen. Aber er muss ja eigentlich gerade nichts bauen. Er muss eigentlich nur transportieren. Wahrscheinlich hat er zu viel zu tun. Oder wir müssen schauen, dass wir das mit einer... Hier können wir das eigentlich mal probieren. Wir wollten das doch schon lange mal probieren. Hier mit diesen Transportdingern. Aber müsste das... Ach so, hier unten... Ja, warte mal. Die sind ja hier gar nicht frei. Lol. Das kann ja nicht funktionieren. Die Gasziegel sind ja... Die sind ja blockiert hier. Sehr schlau, Herr Spielbär. Sehr schlau. Und an der Stelle ist diese Folge Oxygen Not Included auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu diesem Let's Play, sondern auch zu anderen Projekten. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.